Meine geliebten Seelenleuchttürme, wir machen heute weiter mit unserer Serie der verdrehten Spiritualität und widmen uns einem viel gepredigten Thema in der Szene, was vielen Insidern schon aus der Nase hängt: die berühmte Herzöffnung. Es gibt tausende Meditationen und Seminare dazu und so erhalten wir von vielen spirituellen Lehrern den Rat: öffne dein Herz. So als wäre es ein verrostetes, altes Tor, das wir mal eben kurz aufstoßen könnten. Was genau damit gemeint ist, erklären die wenigsten dazu, weil sie es wie eine Technik verkaufen. Die Herzöffnung ist ein Trend und ein wichtiger Bestandteil auf der esoterischen Bühne. Öffne dein Herz klingt wie eine abgedroschene Floskel, die man eben gar nicht mehr hören kann, so nach dem Motto: jetzt mach mal auf. Das erinnert mich an den Roman Große Erwartungen, wo der Hund angeraunzt wird: sei glücklich, Menno. Es ist zu einem theoretischen Konzept geworden, ohne Gebrauchsanweisung. Ja, und die meisten leben es dann auch so oberflächlich und im schlechtesten Fall merken sie es noch nicht einmal. Zumindest ist der Verstand beruhigt und denkt: ja, wir sind jetzt gute, spirituell gebildete Menschen mit einem offenen Herzen. Das Traurige daran ist, dass damit etwas sehr Heiliges missbraucht wird. Unser Herz, unser offenes Herz. Für viele ist das auch eine Ablenkung von sich selbst, sich auf ihre Herzöffnung zu konzentrieren. Die New Age-Szene benutzt es auch gerne als Instrument, damit Menschen ja gutherzig funktionieren, mehr Mitgefühl und Mitleid für andere entwickeln und sich dabei bevorzugt vergessen. Die Herzöffnung wird auch gerne romantisiert, verherrlicht oder idealisiert, als wäre es ein Abtauchen in Zuckerwatte oder ein sanfter Ritt auf einem weißen Pferd am Meer Richtung Sonnenaufgang. Aber in Wirklichkeit ist das Herz durch gewisse Techniken nur wie ein Programm geöffnet. An der Oberfläche, was einem Zweck dient, falls es überhaupt funktioniert. Und wenn wir es rein technisch öffnen, berauben wir unser Herz an der wahrhaftigen Fähigkeit, offen zu sein oder auf gesunde Weise zu heilen. Ein wirklich offenes Herz ist nämlich berührbar und verletzlich. Und in Wahrheit ist das Naturell eines Herzens, offen zu sein. Der göttliche Funke lebt in unseren Herzen. Herzöffnung kann man also gar nicht willentlich und mit dem Kopf erreichen. Im Grunde kann es sich auch gar nicht verschließen. Was jedoch passiert, und das haben wir alle mehr oder weniger, es werden Mauern um das Herz errichtet, aufgrund der Verletzungen, die es erfährt. Die Bausteine der Mauern, die setzen sich zusammen aus Blockaden, Erinnerungen und Emotionen. Wir bauen sie ja unbewusst, um uns vor Schmerz zu schützen, und das beginnt meistens schon in der Kindheit. Zu Beginn
Ist das auch ein wichtiger Schutz und hilft uns dabei, man kann sagen, zu überleben und das Erlebte zu überstehen? Aber langfristig brauchen wir sie nicht mehr, denn sie schneiden uns ab von uns selbst und von unserem Fühlen. Mit vielen dicken Mauern ist man weniger berührbar und etwas weniger Mensch. Und sensitive, feinfühlige Menschen können die Mauern der anderen sehen oder fühlen und spüren das weiche, verletzte Herz und den wahren Kern dahinter. Wie können wir diese Mauern einreißen oder minimieren? Die reine Herzöffnung geschieht von selbst, wenn wir uns nicht mehr aktiv verschließen. Das ist der erste Schritt. Mit sich alleine sein, in sich hineinfühlen, dass es da eine Mauer gibt und warum man sie errichtet hat. Mir hilft es immer sehr, eine Hand auf mein Herz zu legen, es physisch zu fühlen, wie es pocht, und es dann zu fragen, was auf ihm lastet, was es traurig macht, was es braucht, was es sich wünscht. Und auch wenn man keine direkte Antwort bekommt, so geschieht danach immer etwas, was zeigt, worum es geht. Das kann über mehrere Tage gehen. Das kann zum Beispiel ein Gespräch sein mit einem wichtigen Menschen, wo man sich ausspricht, eine Begegnung oder wir lesen etwas, was uns ganz besonders berührt und uns eine Frage beantwortet. Wenn man in dieser stillen Art und Weise Kontakt zu sich selbst aufnimmt, öffnen sich neue Türen zur Heilung und auch zu Wundern auf ganz natürliche Weise. Es ist sehr wertvoll, sich ungeschminkt einzugestehen, wie es einem geht, ohne gleich etwas wegmachen zu wollen, ohne davor wegzulaufen, ohne Angst, Beschönigung, ohne Drama oder ein Psychologisieren. Wahrnehmen, was ist und was war, den Ist-Zustand zu spüren. Die reine Wahrnehmung ist genug und wieder ein Geschenk für unsere Seele, was die Herzöffnung in Anführungsstrichen angeht. Mit dieser Form der wahren und ehrlichen Kontaktaufnahme und Kommunikation mit unserem Herzen trauen wir uns, uns mit uns selbst zu konfrontieren, mit allem Drum und Dran. Alles spüren, auch die unangenehmen Gefühle. Eine neue, liebevolle Beziehung mit sich selbst eingehen. Was geht in mir vor? Eben ohne das, was kommt, verändern zu wollen. Wir brauchen zu diesem Zeitpunkt keine Technik, kein Chakalak, sondern ein sich erlauben, verletzlich zu sein und berührbar. Wenn wir Mauern entdecken aus Bausteinen, an die wir uns nicht erinnern oder nicht herankommen, dann können wir uns Hilfe von außen holen für die Abrissarbeit. Yvonne hat mir da mit dem Emotion Code sehr geholfen, die Bröckchen zu entlarven, ohne dass wir allzu lange daran herumdoktern mussten. Es geht darum, die Dinge in einem zu beleuchten, bevor sie sich verabschieden. Auch Emotionen möchten zum Abschied nochmal eine Bühne. Und nach einer gewissen Zeit der Heilung
stellt sich eine neue Weite in uns ein und vielleicht sogar eine neue Glückseligkeit. Ja, eine Klärung. Und es ist eine Reise. Und alles, was wir beleuchtet haben, macht uns keine Angst mehr und präsentiert sich dann auch nicht mehr als Hürde oder Trigger, die das Herz eben verschließen. Ihr Lieben, fühlt euch geliebt und geherzt von Tina und Yvonne.